Genau, wir hatten heute eigentlich nicht viel geplant. Wir haben ja hier unseren normalen Alltag in Auckland. Jetzt sind wir aber gerade noch mal auf den Mount Eaton hinauf und hatten hier echt einen genialen Ausblick auf die gesamte Stadt. Hab mir gedacht, dann nutze ich jetzt einfach mal das iPhone noch mal als Kamera und zeige euch zumindest ein paar Einblicke und sage noch mal kurz was dazu. Es war ein sehr anstrengender Anstieg irgendwie mit Kinderwagen und Trage, weil es halt nicht so langgezogen hochgeht, sondern dann irgendwann sehr steil einfach bergauf geht. Aber man hat hier einen coolen Ausblick auf die Innenstadt, auf den Auckland Tower, auf Autobahn und sonstiges, Inseln und halt auch bis nach hinten zum Cornwall Park, One Tree Hill, wo wir ja vor einigen Tagen auch waren. Und genau, ich bin jetzt hier gerade nochmal mit dem Großen den Boardwalk lang, den ihr ja hier bei mir auch im Hintergrund seht, um hier ein bisschen nochmal den Ausblick rundherum vom Vulkankrater zu sehen. Den zeige ich euch mal eben. Weiß ich gar nicht, kann ich das hier auch? Nee, warte, machen wir es so. Dort. Da war der Vulkankrater, kurzer Einblick. Genau, ansonsten gebe ich euch ja nochmal vielleicht ein anderes Video mit ein bisschen Ausblick auf die Innenstadt. Und jetzt gehen wir gerade wieder zurück zu Vivi. Die wartet nämlich unten mit der Kleinen. Die wollte den Aufstieg hier nicht auch noch machen, vor allem, weil wir dann auch noch den Buggy ja dabei haben. Und haben sich halt gedacht, die warten dann einfach da unten. Ja, ansonsten ist das hier heute unser vorletzter ganzer Tag. Gibt im Allgemeinen nicht so viel zu berichten auch. Unser Alltag gestaltet sich ja meistens aus, auf dem Boardwalk bleiben, aus Frühstück, dann vielleicht irgendwo hin, wo der Große ein bisschen spielen kann, sei es eine Playgroup, ein Kindergarten, einen kostenfreien oder irgendwie auch einen Spielplatz. Dann noch gucken, was wir irgendwie mittags machen, eine kleine Pause vielleicht, einen Kaffee oder irgendwo halt hin und danach mittags noch ein bisschen rumstellen, dann spazieren, vielleicht nochmal einkaufen zum Abend hin, nochmal auf dem Rückweg mal einen kleinen Spielplatz vorbei und dann wieder zur Unterkunft, was auch völlig okay ist, so ein bisschen Routine oder Entspanntes halt im Alltag zu haben. Und genau, morgen ist ja halt unser ganzer letzter Tag, da wollen wir nochmal in die Innenstadt, da soll ein großer Markt sein. Schauen wir uns da nochmal ein bisschen an, bevor wir dann abends halt die Sachen schicken. Dann haben wir für den Abflugtag, wir fliegen erst spät abends. Wir haben mit unserer Unterkunft oder mit unserer Gastgeberin das so vereinbart, dass wir auch erst später raus müssen, was super ist, ohne Mehrkosten. Das heißt, wir können auch da ganz entspannt frühstücken, dann Sachen packen, der Große kann da noch spielen. Willst du da noch spielen? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Und dann... genau, müssen wir alles einpacken, ne? Auch die ganzen Spielsachen. Mal schauen, was wir jetzt hier in Neuseeland alles Neues eingesammelt haben, ob das alles passt in die Taschen. Und dann gehen wir mit dem neuen Gepäck Richtung Flughafen. Also wir fahren besser gesagt wohl mit dem Bus und Zug. Und dort verbringen wir dann noch die letzten Stunden vor dem Abflug. Aber ich kann die Kleine schon hören. Dann wird mal wieder die Nase sauber gemacht. Die meckert und beschwert sich. So, und wir sind jetzt hier gleich unten. Ne? Du hast ganz toll die ganzen Stufen mitgelaufen, Ryan. Super. Ja. Ja. Das schaffst du schon, ne? Super. Ganz klasse. Ein Fuß vor den anderen muss man machen. So ist das nämlich. So, wisst ihr Bescheid? Also Tipp des Tages, ein Fuß vor den anderen, dann kommt man auch voran. Ich würde sagen, jetzt mache ich hier mal Schluss. Bin jetzt halt wieder unten. Und liebe Grüße. Bis dann. Rückmeldung mal von uns, und zwar heute am Abflugstag. Wir sind jetzt hier in Auckland am Flughafen und quasi jetzt schon durch die Sicherheitskontrolle auch durch. Wir haben das Gepäck abgegeben. Das ist keine Ahnung wie spät. Ich schau gerade mal. Es ist jetzt gleich 15 Uhr. Wir konnten glücklicherweise, haben wir bei unserer Gastgeberin angefragt, länger bleiben, weil kein Gast nach uns war. Das heißt, wir mussten erst um 12 Uhr halt auschecken, haben um 11 Uhr noch was, weil wir dann fertig waren, Bus genommen, sind dann, ich glaube, 45 Minuten mit dem Bus gefahren, mit einmal umsteigen in Wonhunga Richtung Flughafen, sind dann dort einmal raus, haben kurz geguckt,
wann wir halt unser Gepäck abgeben können und nachgefragt. Aber mit dem Flug bei Air New Zealand kann man das schon sofort alles abgeben. Also Vorteil da, wenn man hier entsprechend ist und einen Flug mit Air New Zealand hat. Das haben wir also abgegeben, Gepäck, direkt das große Gepäck losgeworden. Dann sind wir einen Bereich weiter, haben uns oben noch einen kleinen Snack gegönnt zum Mittag und sind dann aber danach jetzt einmal durch die Sicherheitskontrolle durch, weil wir gedacht haben, dann haben wir das einfach schon hinter uns. Die Schlange war jetzt auch, würde sagen, mäßig, aber wer weiß, wie das später ist. Unser Abflug ist in mehr als 6 Stunden erst. Das heißt, wir haben jetzt noch wirklich richtig viel Zeit, uns hier in Ruhe anzugucken. Wir wollen gleich nochmal schon zum Gate schlendern, weil wir das schon online wissen, wo wir halt abfliegen, und schauen, was es da so gibt. Und dann werden wir hier uns einfach halt entsprechend aufhalten und umgucken. Ja, es ist viel Zeit. Man hätte natürlich auch noch deutlich was anderes machen können. Aber da wir ja dann entsprechend auch aus der Unterkunft rauchen mussten, haben wir uns gedacht, dass es auch unnötig ist, sich jetzt mit dem ganzen Gepäck zwischendurch irgendwo aufzuhalten. Das ist ja dann doch schon ein bisschen mehr zu tragen, mehr zu schleppen. Und so sind wir jetzt halt einfach beim Flughafen. Das ist für uns entspannter mit weniger Gepäck und warten jetzt einfach die Zeit ab. Ansonsten ist hier soweit alles gut. Genau, ich war ja Anfang der Woche noch im Krankenhaus, aber das hat sich jetzt gebessert. Und wir warten jetzt einfach auf den Weiterflug. Es geht ja nach Hawaii, Honolulu, da freuen wir uns schon drauf. Wir bleiben auf Oahu oder halt in Honolulu für diese 3 Wochen. Wir haben da eine feste Unterkunft mit Airbnb. Und die haben wir auch nochmal gewechselt jetzt im Laufe der Reise, weil wir da was anderes noch gefunden haben, was uns ein bisschen mehr zusagt, mehr Freiheit gibt und auch nochmal günstiger war. Und warten jetzt quasi einfach nur darauf, dass wir da ankommen und diese Zeit dort beginnt. Wir sind jetzt mit Neuseeland nach 2 Monaten durch, nicht im negativen Sinne, aber jetzt haben wir die Campingreise hinter uns. Jetzt waren wir noch fast 2,5 Wochen jetzt einfach so in Auckland, was hier ein bisschen ungeplant war. Und sind dann auch mit dem Kapitel erstmal fertig. Jetzt beginnt das nächste Kapitel USA, was halt zum einen dann halt Hawaii beinhaltet, als halt auch West- und Ostküste. Sind da mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Für Hawaii haben wir noch nicht so viel geplant. Wir wollen uns auch noch mal umschauen, dass wir da vielleicht ein paar Spielaktivitäten für den Großen finden. Und genau, ein paar Wanderungen machen. Wir sind in der Nähe von Waikiki Beach, irgendwie nur 15 Minuten zu Fuß entfernt. Und dann haben wir trotzdem halt aber unsere Ruhe. Und haben jetzt halt heute Abend erst um 22:40 Uhr Abflug. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit hin, bis wir am Gate wirklich sein müssen. Genau, ansonsten war der Alltag im Allgemeinen in Auckland jetzt auch relativ einfach strukturiert. Das hatte ich ja auch in dem anderen letzten Vlog kurz erzählt. Nach dem Frühstück und Bespaßung am Tag und 1-2 kurzen Ausflügen mindestens waren wir dann damit auch mit dem Tag halt quasi durch. Wir waren froh, wenn wir halt andere Aktivitäten auch gefunden haben, ein bisschen Programm zu haben. Und ich glaube, ansonsten war es das soweit erstmal von uns. In Hawaii werden dann auch nochmal ein paar weitere Videos folgen, die wir machen. Jetzt für die 2,5 Wochen in Auckland ist halt quasi nicht wirklich viel entstanden, was ja zum Verhältnis natürlich klar ist, weil ja auch weniger einfach passiert. Genau, hier draußen seht ihr schon ein paar Flieger. Aber später wird sich das ja alles noch ein bisschen dunkeln, wenn wir erst so spät losfliegen. Da ist auch ein bisschen Regen da hinten, und mal schauen, wann wir oder wann die Kinder müde sind und halt schlafen. Die Glütte wird auf jeden Fall noch ein paar Schläfchen zwischendurch machen. Der Große bis heute Abend durchhält, weiß ich nicht so genau, ich glaube nicht. Ist auch vollkommen okay, wenn er zwischendurch schlafen will, dann soll er da halt schlafen. Genau. Okay, ich glaube, das war es dann soweit. Wir würden uns wahrscheinlich dann einfach aus Hawaii melden. Da kommen wir erstmal in Ruhe an. Wir landen so um ca. 9.30 Uhr und können erst ab 15 Uhr in die Unterkunft. Wir haben uns da schon mal 1-2 andere Sachen rausgesucht. Können aber auf der anderen Seite halt auch entsprechend mit dem Uber, was dort jetzt wohl auch verfügbar ist am Flughafen, dann einfach Richtung Innenstadt fahren und uns dort dann aufhalten. Also mal schauen, was wir machen, wie das Ganze ausgeht. Und wir werden davon entsprechend berichten. Soweit von uns. Liebe Grüße. Bis dahin.